Fußballprofi war dann kein Thema, dann hätte ich eigentlich noch gerne Verkäufer gelernt. Weil mit den Leuten, eben den Leuten etwas verkaufen, Kontakt hat zu den Leuten, mit denen zu reden, zu hören, was sie wollen, was ihnen empfehlen könnten. Das hat mich noch interessiert, weil ich bin auch Ausläufer gsi, in verschiedenen Läden und so. Da hat mich gedacht, Verkäufer wären noch. Aber das, irgendwie habe ich gemerkt, sie haben mir es nicht so gesagt, aber die Eltern, die waren nicht gerade begeistert gsi. Im jetzigen Leben, im Moment und so, habe ich natürlich Freude, ich sage Hans-Peter Latour, der Naturbeobachter. Oder? Weil ich jetzt ein bisschen gewechselt habe. Die Zeiten könnte man ja sagen. Aber es ist ganz genau, wie ihr sagt, die meisten Leute, die mich an einem Ort antreffen, die kennen mich noch aus dem Fußball. Das macht auch nichts. Das ist ja schön. Und ich schwätze gerne mit denen. Mit mir kann man auch noch über den Fußball reden, obwohl ich gar nicht mehr auf Ballhöhe bin, natürlich. Aber es freut mich natürlich schon, wenn ich vielleicht von Österreich oder irgendeinem Ort eine Postkarte bekommen. Dort steht einfach drauf, Hans-Peter Latour, Naturbeobachter, fertig, Schluss. Meine Frau auf einem Weg bewundere ich die, dass die es 50 Jahre mit mir ausgehalten hat. Das jetzt noch, es ist nicht einmal so Spass beiseite. Es stimmt tatsächlich so. Nein, aber wo ich eigentlich alle Leute, die ich bewundere, ohne jetzt gerade jemanden speziell, alle Leute, die selbstlos für den sind, die immer für Schwächere sind da gewesen. Weil ich vergesse die Leute auch nicht, was weniger gut ist. Aber dass ich gerade mein Leben eigentlich in Dienst praktisch von diesen Leuten können, da habe ich Mühe, mir das zu vorstellen. Aber es gibt tatsächlich viele solche Leute und für die habe ich schon grosse Bewunderung. Zu weit raus kann ich nicht mehr planen. Also, mein Nachbar hat mal zu mir gesagt, weisst, wir zwei sind schon recht, aber du musst wissen, wir sind in dem Wäldchen, wo geholzt wird. Oder? Das ist halt ein bisschen so. Das weiss man nie, was morgen ist. Darum tue ich auch nicht zu weit raus planen. Aber ich habe schon noch vor, es wäre schon noch schön, eben, wenn ich wieder etwas Neues entdecken kann oder andere interessante Leute lernen kennen durch das. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen vernetzt mit einer anderen Branche und so. Das ist schon sehr interessant. Und freut mich natürlich, wenn es unseren Enkelkindern gut geht. Oder? Das sind so die Wünsche und Dinge, die man jetzt noch hat. Und selber ist man sicher in den Ansprüchen ein bisschen bescheidener geworden. Wir waren eigentlich eben drei Sachen entscheidend, dass es recht gut ist gegangen. So, ich bin wenigstens wieder gewesen. Fleiss, Mut und Glück. Wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann ist man, hat man eigentlich einen schönen Lebensweg, habe ich das Gefühl. Oder? Fleiss, das muss man halt sein. Und Mut, das beißt nämlich einander gerne ein bisschen. Oder? So die Fleissigen, die Schreiber, die sind schon ironisch, aber es waren nicht gegen die Mutigsten gewesen, oder? Die haben jemanden manchmal ein bisschen geblinzelt. Aber da habe ich schon gemerkt, wenn man fleissig und mutig zusammen ist und das Glück hat, was man darunter verstehen will, kann sein, dass man eben Gesundheit hat und alles. Dann kann man recht weit kommen. Darum würde ich sagen, du bist fleissig und mutig. Dann bist du bereit, wenn das Glück vorbeikommt.